Vielleicht auch einfach ganz spontan meine Eindrücke dazu sagen. Ich habe von diesem Krieg mit Jerusalem und Palästina, muss ich sagen, kenne ich mich gar nicht so gut aus. Aber ich fand es, oder will es einfach nochmal in Zusammenhang setzen. Es ist nicht nur da Krieg, in der Ukraine geht es weiter. Und ich finde es sehr wichtig, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen und öffentlich einfach darüber reden. Ich fand das so krass. Ich war gezwungen, mehr oder weniger beim WM-Halbfinale irgendwo mit dabei zu sein, neben dem Fernseher. Und genau in der Halbzeitpause kam dann diese Meldung, dass die ersten Raketen fliegen, und hinterher ging es direkt weiter mit der WM und alles. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Also diese Ignoranz der Massenmedien und auch vieler Menschen, die einfach den Kopf abwenden. Und das wollte ich einfach dazu sagen, dass es nicht, dass wir hier nicht nur stehen, in Anführungsstrichen, wegen den gräulichen Geschehnissen jetzt halt in Israel, sondern es geht in der Ukraine weiter. Weltweit sterben täglich Menschen wegen Hunger, wegen Durst, wegen auch Kriegen oder Diktaturen. Und das gehört für mich einfach alles mit zusammen, dass wir das endlich beenden, dass nirgendwo mehr Waffen auf der Welt gebraucht werden können. Ich mache jetzt ein bisschen Musik.